Also ja, mal wieder das Spiel abgestürzt. Gucken wir mal kurz, ob ich überall alles rausgeschmissen habe, was ich rausschmeißen wollte, konnte und so weiter. Ja, ich denke mal, die brauche ich auch nicht unbedingt. So. Dann eben noch mal dasselbe Spielchen. Dass ich hier runter muss. Dass ich wenigstens das noch schaffe. Eine von den drei Sachen, die ich heute machen wollte. Nicht hier lang, sondern hier lang. So. Dann hier durch, da wieder durch. Das Spielchen kennen wir. Hier hoch. So, und jetzt will ich nochmal versuchen zu speichern. Na also. Gut. Ich muss jetzt. Ja, wo muss ich hin? Hier hin. Genau dahin. So, hier kann ich nämlich die Wand öffnen und dafür gibt es hier einen Knopf. Dann kann ich hier noch die Wand öffnen. Und habe erstmal ein Secret gefunden. Ein Mystery Ore. Eine von den Münzen. Air Magic. Jo. Kann ich jetzt hier. Nö, das konnte ich vorher schon benutzen. Gut. Ein Pflänzchen. Ein Amethyst und Scroll of Deflect Missiles. Das ist ein Electrify. For a brief duration, 2 seconds any projectile attacks about to hit a party will. Redirected. Stuff Defense macht es auf 6 Sekunden. Wow. Ach ja. Gut. Das war der falsche Knopf.
So. Stuff Defense, Prismic Assault oder mit Transmutation. Oh, cool. Stimmt, damit kann ich ja Munition transportieren. So, wenn ich das öffne. Bin ich tada hier. Und das war's schon hier unten. Ja, eine normale Schurike kann auch mal mit. So, ansonsten ist hier nichts. Ach, lassen wir die da hinten stehen. Wir geben uns lieber wieder nach oben. Dann hole ich mir nämlich jetzt den Edelstein da hinten, den Rubin wieder. Das ist was Besonderes. Genauso wie der hier. Ja, und der Typ aus dem Walkthrough, also der Erfinder des Dungeons, der ist überladen mit Säcken rumgerannt. Okay, das war die Sache. Das heißt, ich kann wieder zurück in den Hauptraum. Ja, das Schraktornest, da kann ich leider nicht angreifen. Es fällt mir selbst erst auf, dass da noch ein ganzes heiles Nest ist. Aber das kann ich von nirgendwo angreifen. Und es spawnen auch keine Schraktors mehr. So. Was ich jetzt machen kann in der Ancient Ruin noch. You hear also from the rattling of particles coming from the mine operation room. Ah! Ich hab das doch jetzt nicht extra echt verpackt, oder? Wann war mein letzter Save?
Gut, da habe ich wieder das Spiel gecrashed, yay. Also ja, nochmal da runter, das ist zur Vollständigkeit fertig ist. Das transportieren wir gleich mal. Transmutation, das da. So. Hier lag das Kraut. Und hier war auch irgendwo noch eine Schurike. Da. Das heißt, wieder nach oben gehen. Den Rubin wiederholen. Vorsichtig sein, wo ich hinlaufe. Ich frage mich gerade, ob es auch die Lilanen tun. So, Rubin habe ich wieder. Da war das Schraktornest, an das ich nicht so leicht rankomme. Außer ich hätte... Area of Effect Line. Flame Wind. Das da, ja. Macht sehr viel laut. Macht auch Schaden. Was ist mit dir? Hast du noch irgendeinen elektrifizierenden Spell? Das ist ein Cone. Ja, damit habe ich den Schraktor einfach auch noch glatt gekriegt. Gut. Gut, jetzt gucken wir mal, kriegen wir das auch mit den Amnetisten hin? Nein. Die können wir allerdings transmutieren. Ah. Mindstone. Nö. Brauchen wir sowas unbedingt? So, damit haben wir das hier geöffnet. Bloß nicht hier wieder den Teleporter aktivieren. Der da, der ist blöd. Gut. Ja, das bringt uns in den Palace Dungeon, also zum Eingang vom Palace Dungeon, wo ich eh hin wollte, weil ich hier nochmal hin muss. Ja, das hier ist die... Ja, Einsturz mit Zeugse, lass ich mal noch da. Zeug? Fragezeichen.
Weil ich hier noch mal rum muss und noch mal hier rein muss. Ja. Weil hier gibt's ein Secret, was angeblich nicht schlecht sein soll. Dich kann ich auch transportieren. Ja, jetzt bist du ein Shit of Element. Okay. Ach so, Container im Container. Reforging Flames? Da kann ich auch was Böses anstellen? Was ist mit dir? Nö, du nicht. Du auch nicht. Ich kann dich transportieren. Reforging Flames Spell könnte ich da einsetzen. Gucken wir mal kurz. Fireball, das war's nicht. War das so ein ganz billiger? Ja. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Oh. War das so gut? Das ist eine gute Frage. Ob das so gut war. Weil, soweit ich weiß, hatte der Bogen vorher bessere Eigenschaften. Nö, ich habe ihn einfach nur wieder mit Feuer aufgeladen. Das ist auch cool. Das war dieser hier, Reforging Flames. Also Attack Power 24 Speed, Dexterity, Fire Resistance. Ja, jetzt hat er wieder Ladungen. Das heißt, ich kann ihn einfach wieder so abfeuern. Cool. Jo, aber jetzt mal Quicksave machen. Und dann gibt es jetzt erstmal einen Cut, bevor ich mich nochmal in die Blitzkammer auf Doom hier wage und versuche dort das Secret zu finden, was hier irgendwo sein müsste. Wahrscheinlich muss ich hier den Knopf drücken, um hier aufzumachen. Irgendwo hier war das, glaube ich. Aber mal gucken. Also, bis dann.